Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich freue mich, Sie hier in der Fachbereichsbibliothek Zeitgeschichte begrüßen zu können im Rahmen unserer Veranstaltungsreihe at the Library. Es ist wieder eine hybride Veranstaltung hier am Campus der Universität Wien. Innerhalb diesem Rahmen findet auch diese Veranstaltung, diese Buchpräsentation statt. Wir freuen uns immer auf Besucher, aber eben durch die geänderten Zeiten natürlich jetzt eben nicht nur physische Besucher, sondern eben auch an Sie, die seien Sie auch herzlich begrüßt, unsere virtuellen Zuschauer. Wie gesagt, das ist eine hybride Veranstaltung, das heißt, im Anschluss an die Buchpräsentation können Sie auch Fragen stellen, sowohl hier im Publikum als auch von zu Hause aus über das Tool Slido. Und ich möchte nochmal darauf hinweisen, am Anfang hat es ein kleines technisches Problem gegeben mit einem Zoom-Link, falls Sie noch irgendjemanden kennen, der versucht, über den Zoom-Link des Vortragenden einzusteigen, dann bitte verweisen Sie ihn auf unsere Website und diesen Livestream. Danke. Ja, wir sprechen heute über zwei Bücher von Herminia zur Mühl. Sie wurde in Wien geboren. Ihr Leben heißt so schön Begleittext. Ihr Leben war geprägt vom Widerstand gegen die Familie, gegen die Unterdrückung der Frau, gegen soziale Ungerechtigkeiten und gegen den Faschismus. Das ist eine Beschreibung, die natürlich auch gut hier dazu passt. Erstens einmal haben wir hier im Hof 1 der Universitätscampus gerade auch die Ausstellung 125 Jahre Frauen an der Universität Wien, kein Spaziergang. Ich kann alle herzlich einladen, hierher zu kommen und sich diese wirklich ausgezeichnete Ausstellung anzuschauen. Zweitens möchte ich auch darauf verweisen, dass vor ein paar Tagen, der Gerda Lerner Saal an der Universität Wien eröffnet wurde. Sie trug als Historikerin ja auch maßgeblich dazu bei, zur Institutionalisierung des Faches Frauen- und Geschlechtergeschichte. Und dies ist natürlich auch ein Forschungsgebiet hier am Institut für Zeitgeschichte. Und so gibt es eben diese Kombination Frauen- und Geschlechtergeschichte eben auch mit Literaturwissenschaft, falls sich jemand gefragt hat, warum Germanistik, germanistische Themen auch hier vertreten sind. Es gehört einfach auch zu Frauen- und Geschlechtergeschichte. Und über die Präsenz und von Frauen in der Wissenschaft bzw. auch im Literaturbetrieb ist eben Herminia zur Mühl sicherlich auch ein gutes Beispiel, warum es notwendig ist, heute noch Bücher von ihr herauszugeben. An der Fachbereichsbibliothek Zeitgeschichte ist es aber auch Frauen- und Geschlechtergeschichte ein spezifisches Thema. Ich freue mich dazu, eben auch sagen zu können, dass wir vor kurzem einen riesengroßen Bücherschatz bekommen haben, nämlich die Politikwissenschaftlerin mit dem Schwerpunkt Feminismus und Frauenforschung, Eva Kreisky, hat uns ihre Bibliothek übergeben und wie Sie sich vorstellen können, sind da tausende Bücher zu diesem Themenbereich dabei, den wir gerade aufarbeiten und integrieren. Das heißt, auch hier ist natürlich der Forschungsansatz dann wesentlich gestärkt. Aber zurück zu Herminia zur Mühl. Sie wird heute noch ausführlich besprochen werden und daher darf ich auch kurz unsere Gäste vorstellen. Beginnen darf ich mit Ihnen, liebe Frau Ilse Korotin. Sie ist Leiterin der Dokumentationsstelle Frauenforschung im Institut für Wissenschaft und Kunst hier in Wien und Schwerpunkte feministische Biografieforschung, Wissenschaftsgeschichte und sie ist eben auch die Herausgeberin der beim Wiener Verlag Präsens erscheinenden Reihe Biographia. Patrick von zur Mühl ist leider nicht hier vor Ort anwesend, aber Susanne Blumensberger wird seine Grußworte vorlesen.
Patrick von zur Mühlen ist deutscher Politikwissenschaftler und Historiker. Ja, damit komme ich auch schon zu Susanne Blumensberger, eine ganz liebe und extrem eifrige Kollegin auf der Universitätsbibliothek. Sie leitet die Abteilung FEDRA, also das digitale Langzeitrepositorium der Universität Wien, sozusagen das digitale Gedächtnis der Universität Wien. Und sie ist auch Vorsitzende der Österreichischen Gesellschaft für Kinder- und Jugendliteratur, Lehrbeauftragte am Institut für Germanistik der Universität Wien. Und nicht nur das, sondern sie ist auch im Vorstand, im Präsidium der Vereinigung Österreichischer Bibliothekarinnen und Bibliothekare. Dass zahlreiche Publikationen auch dazugehören, sei hier nur am Rande erwähnt. Ernst Seibert ist Privatdozent am Institut für Germanistik der Universität Wien. Er ist eben auch Begründer der Österreichischen Gesellschaft für Kinder- und Jugendliteratur und forscht und lehrt in Wien und Köln und ja, natürlich auch zahlreiche Publikationen. Jörg Thunecke, den werden wir per Video zuschalten, Germanist in Köln, war früher in Nottingham Trent University in England tätig, dann Mitarbeiter der Westdeutschen Akademie für Kommunikation und zahlreiche Veröffentlichungen zur deutschen Literatur des 19. Jahrhunderts und zur Exil- und NS-Literatur. Ja, das ist so circa der Rahmen, den wir abstecken werden. Ich freue mich auf eine spannende und interessante Veranstaltung, auf ein Kennenlernen von zwei ganz spannenden Büchern und ich freue mich natürlich auch auf die Diskussion im Anschluss, sowohl physisch als auch virtuell. Danke Ihnen. Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung und die Möglichkeit, hier einige Worte über das Projekt der Biografie anzubringen. Das multimodulare Forschungs- und Dokumentationsprojekt Biografie, Datenbank und Lexikon österreichischer Frauen kann es grundlegend und als Ausgangspunkt für die heute präsentierten Publikationen angesehen werden. Das Projekt Biografia wird seit 1998 am Wiener Institut für Wissenschaft und Kunst im Rahmen der Dokumentationsstelle Frauenforschung durchgeführt und zeigt sich verantwortlich für zahlreiche Initiativen, seien dies dokumentarisch ausgerichtete Modulprojekte, öffentlich zugängliche Arbeitskreise, Tagungen, wie etwa auch die im November 2008 mit dem Titel Roter Adel und Hochverrat zu Herminia zu Mühlen stattgefundene oder diesen nachfolgende Publikationen. Dazu einige Eckdaten. Die am Institut für Wissenschaft und Kunst etablierte lokale Datenbank umfasst rund 20.000 biografische Einträge. Davon sind rund 7.000 Einträge über die Website www.biografia.at im Internet frei verfügbar. Parallel dazu entstand eine Buchreihe, die beginnend im Jahr 2005 mit einem Band zur Biografie der Schriftstellerin Helene Scheuris, übrigens auch von Susanne Blumensberger herausgegeben, gibt es heute bereits 27 Bände. Ich möchte nur einige der zuletzt erschienenen Titel erwähnen. Band 21, die autobiografischen Aufzeichnungen der Ärztin und Kommunistin Rosa Maria Ebner mit dem Titel »Dass du die Stimmung der Jahrzehnte spürst«. Band 22 und 23 umfassen die heute zu präsentierenden Bände zu Leben und Werk Herminia zu Mühlen. Band 24, die Memoiren der Wanda von Sacher Masoch. Band 25, der Band Bibliothekarinnen in und aus Österreich. Band 26 ist dem Exil von Frauen aus historischer Perspektive und Gegenwart gewidmet. Und schließlich Band 27, die Biografie der Philosophin und ehemaligen Bibliothekarin am Wiener Philosophischen Institut Amalia Rosenblüt-Dengler. Im Weiteren entstanden zwei umfangreiche Bände mit Biografien von Wissenschaftlerinnen und ein von Susanne Blumensberger herausgegebenes zweibändiges Lexikon zu Kinder- und Jugendbuchautorinnen.
Im Jahr 2016 erschien schließlich das vierbändige Lexikon Biographia, welches aus dem Gesamtbestand ausgewählte 6000 Biographien enthält. Ein wichtiger Hinweis für Sie ist sicher, dass diese zuletzt genannten Bände alle Open Access frei verfügbar sind im Internet. Herminia zu Mühlen wird im Kontext des multimodularen Dokumentationsprojekts Biographia nicht nur dem Modell Kinder und dem Modul Kinder- und Jugendbuchautorinnen zugeordnet, dessen Entwicklung von Beginn an in den Händen von Susanne Blomesberger lag, sondern Herminia zu Mühlen nimmt auch einen wichtigen Platz im Modul Widerstand ein, wozu ich noch einige prinzipielle Worte anfügen möchte. Das Modul Widerstand nimmt im Projekt Biographia einen überaus großen und in vielerlei Hinsicht auch symbolischen Stellenwert ein. Wir greifen dabei auf verschütterte revolutionäre Traditionen der Arbeiterinnenbewegung und des Widerstands gegen das NS-Regime zurück, wollen aber auch gegenwärtig für die Gefährdung der Demokratie und die Aufrechterhaltung von Menschenrechten sensibilisieren. Ziel des von Christine Kanzler und Karin Nusko im Zeitraum 2007 bis 2009 bearbeiteten Modulprojekts war die Erstellung einer umfassenden biografischen Dokumentation österreichischer Widerstandskämpferinnen. Es sollte eine möglichst ausführliche, datenmäßige Erfassung von Frauen aus allen politischen und weltanschaulichen Lagern erfolgen, die individuellen oder organisierten Widerstand gegen die nationalsozialistische Diktatur und das autoritäre Regime vor 1938 geleistet haben. Ein Ergebnis dieses Schwerpunkts und einer parallel dazu gelaufenen Vortragsreihe ist der Band 14 der Biographia-Reihe mit dem Titel »Dem Vormarsch dieses Regimes einen Millimeter aufgehalten zu haben – Österreichische Frauen im Widerstand gegen den Nationalsozialismus«. Im Sinne eines breiten Widerstandsbegriffs sollten neben dem weiblichen Widerstand in den Bereichen Politik, dem konfessionellen Widerstand und dem Exil auch Widerstandsbereiche berücksichtigt werden, die erst in letzter Zeit verstärkt ins Blickfeld der Widerstandsforschung gerückt sind. Dazu zählen etwa auch Widerstand auf individueller Basis oder in kleinen privaten Netzwerken, sowie Versuche von Angehörigen verfolgter Bevölkerungsgruppen, sich und andere der Verfolgung zu entziehen. Die so entstandene Sammlung versteht sich zum einen als Materialbasis für weiterführende Forschungen auf dem Gebiet der Widerstands- und Frauenbiografieforschung und sie soll andererseits dazu beitragen, den hohen und zumeist vergessenen, jedenfalls aber unterschätzten Anteil der Frauen am Kampf gegen Nationalsozialismus und Diktatur zu würdigen, die Erinnerung an sie zu bewahren und der Öffentlichkeit näher zu bringen. Die Sammlung soll dem weiblichen Widerstand einen Namen geben und sie so mit ihrem Denken und Handeln in die Geschichte einschreiben. Herminia zu Mühlen hat diese neuerliche Aufmerksamkeit mehr als verdient. Als leidenschaftliche Kämpferin gegen Faschismus und Nationalsozialismus scheute sie sich nicht, ihre antifaschistische Haltung auch öffentlich kundzutun. Damit riskierte sie nicht nur die Zerstörung ihres umfangreichen Werkes, sondern sie nahm damit auch Verfolgung, Flucht und Exil auf sich. Es ist deshalb eine besondere Freude, dass im Rahmen von Biographia Herminia zu Mühlens beeindruckende Biografie, wie auch das ihrem Werk zugrunde liegende gesellschaftspolitische Engagement, hier wiederum eine entsprechende Würdigung erhält. Vielen Dank. So, ja, danke schön für die netten einleitenden Worte, danke schön für die Vorstellung von Biographia. Ich möchte gleich beginnen mit einem Dank, nämlich zunächst an meinen sehr lieben Kollegen, ich gebe das einfach zurück, dieses Kompliment, Kollegen Markus Stumpf, der diese Fachbereichsbibliothek für Zeitgeschichte leitet und zwar sehr aktiv leitet und sehr innovativ leitet, indem er immer wieder Veranstaltungen macht und auch so uns die Gelegenheit gibt, zum Beispiel Bücher vorzustellen, wie wir es heute auch machen. Ich möchte mich auch ganz herzlich bedanken bei Ilse Korodin, die diese Reihe eben leitet und uns auch die Möglichkeit, Räume schafft, eben für diese Inhalte weiter zu transportieren und überhaupt sehr, sehr tätig ist. Und ja, also die Zusammenarbeit mit dir ist einfach wundervoll. Ich sage immer noch ist, weil ich
Ja. Ich möchte mich natürlich auch ganz herzlich bedanken bei allen, die an diesem Band oder Bänden mitgewirkt haben, als Beiträgerin zum Beispiel oder auch als Korrekturleserinnen. Bedanken möchte ich mich auch bei Anja Prind, die jetzt gerade ein Foto macht und im Hintergrund auch die Gesellschaft sozusagen am Arbeiten hält. Und allen anderen, die irgendwie daran beteiligt sind. Und außerdem muss ich mich entschuldigen, weil dieses Gewirks, sage ich jetzt, mit dem Link geht auf meine Kappe. Ich habe das anscheinend falsch verschickt. Das tut mir leid. Und deshalb möchte ich mich auch ganz herzlich bei den Technikern bedanken, die die Geduld aufbringen und da im Hintergrund zu arbeiten und zu schauen, dass noch alles passt. Also tut mir leid für alle, die jetzt zuschauen und irgendwie verwirrt waren durch dieses, ja, Herumgemurkse von mir. So, aber jetzt zum Fachlichen. Patrick von Zermühlen hat mich gebeten, sein Grußwort zu verlesen, was ich sehr gerne mache. Und wenn Sie sich vielleicht jetzt wundern, dass im Programm Patrick von Zermühlen das Zur klein geschrieben ist und bei der Herminia Zermühlen groß geschrieben ist, das ist genauso ein Widerstandsakt, den sie gemacht hat, wie Ilse Kordatin gerade vorhin erzählt hat. Dieses großgeschriebene Zur hat sich eben gegen diesen Adel, sie war ja die rote Gräfin, hat sie sich eben ein bisschen dagegen gewendet und hat dieses Zur groß geschrieben. Also das ist vielleicht die Erklärung dafür. So, aber jetzt zum Grußwort. Ich zitiere jetzt Patrick von Zermühlen. Wenn heute Publikationen von oder über Herminia Zermühlen präsentiert werden, dann hat das keinen Seltenheitswert mehr. Diese Tatsache ist zu begrüßen. Denn es gab Zeiten, in denen sie weitgehend vergessen und nur noch einem kleinen Kreis von Spezialisten vertraut war. Sie selber, die in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts sowie im Exil der 30er Jahre einen Namen in literarischen wie in politischen Kreisen erworben hatte, hat eine Wiederentdeckung ihrer Werke nicht mehr erleben dürfen. Und auch die Bemühungen ihres zweiten Ehemannes Stefan Klein um Neuauflagen ihrer Bücher in den 50er Jahren blieben erfolglos. Erst wieder 30 Jahre nach ihrem Tode brachte der Aufbauverlag in der DDR Taschenbuchausgaben einiger ihrer Werke heraus. Eine gewisse Wende erfolgte mit der Entwicklung der sogenannten Exilforschung, die sich der Geschichte, den Leistungen und Nachwirkungen des deutschsprachigen Exils zuwandte. Die Literaturwissenschaft begann sich für sie zu interessieren. In der Bundesrepublik Deutschland und in Österreich wurden einige ihrer Werke neu aufgelegt. Es erschienen Übersetzungen, dazu Aufsätze und Monographien über ihr literarisches Oeuvre und ihr politisches und persönliches Schicksal. Was interessiert die Öffentlichkeit heute noch an Herminia Zermühlen? Für mich selbst ist diese Frage leicht zu beantworten. Sie war für mich eine angeheiratete Großtante zweiten Grades, also die Ehefrau eines Cousins, meines Großvaters. Und ich hörte gelegentlich von ihr durch ältere Angehörige. Meine Großmutter war ihr noch auf dem Familientag begegnet, den sie in ihren Lebenserinnerungen mit recht spitzer Feder beschrieben hat. Ein Onkel hatte sie während seines Studiums in Deutschland in Frankfurt besucht. Meine Neugier wurde auch nicht dadurch geschmälert, dass die ältere Generation nur mit kühler Distanz über sie sprach. Im Gegenteil, ich bewunderte sie dafür, dass sie ihre Überzeugung unbeugsam vertrat und sich familiären und gesellschaftlichen Konformitätszwängen verweigerte. Diese Bewunderung wurde noch verstärkt, als ich mich mit der Exilforschung zu beschäftigen begann und die politischen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen ihres Lebensweges kennenlernte. Herminia Zermühlen war für manche eine schwierige Persönlichkeit. Sie entfremdete sich ihrer eigenen Familie und überwarf sich mit der ihres ersten Ehemannes, also meiner Familie. Sie näherte sich der Arbeiterbewegung, ohne sich vollkommen von ihr vereinnahmen zu lassen. Und als die KPD eine Entwicklung nach sowjetischem Vorbild einschlug und damit ihre Ideale verriet, distanzierte sie sich auch von ihr. Dabei unterschied sie immer zwischen sozialen Schichten, gesellschaftlichen und parteipolitischen Milieus einerseits und den Personen andererseits, die manchmal unter Gruppenzwängen stehen und nicht immer so handeln können, wie sie es wollen. Von Interesse bleibt ihr umfassendes literarisches Oeuvre, in dem mich persönlich ihre Kinderbücher auf besondere Weise berühren. Neben ihren Romanen ist auch ihr Schaffen als Übersetzerin zu erwähnen. Ihr vielfältiges Werk lädt ein zu weiteren Forschungen,
zu deren Ergebnisse auch viele neue Entdeckungen gehören. So hat man erst in den letzten Jahren Texte von ihr entdeckt, die unter Pseudonym erschienen waren. Daher begrüße ich nachdrücklich das Erscheinen des heute vorgestellten Buches, das hoffentlich ein breites öffentliches Interesse an ihrem Werk wecken und weitere Studien anregen wird, und wünsche ihm die öffentliche Aufmerksamkeit, die Herminia Zurmühlen verdient. Soweit das Grußwort von Patrick von Zurmühlen. Und Patrick von Zurmühlen ist auch einer der Beiträger in diesem Band. Und ich würde jetzt gerne Sie ein bisschen in dieses Werk auch hineinführen, sozusagen. Und bevor ich das mache, noch ein paar Worte davor. Okay, hängt irgendwas? Probieren wir es mit dem. Was falsch? So, wir werden das hinbekommen. Ah, jetzt geht's. So, wir präsentieren ja heute nicht nur einen Band, sondern gleich zwei. Der eine Band, die Nummer 23 in Biografie, ist ein Sammelband, wo wir eben über das Leben und Werk von Herminia Zurmühlen ein bisschen zusammengetragen haben durch die FIN oder einige Beiträgerinnen, die wir gewinnen konnten und die dankenswerterweise da über sie geschrieben haben. Und der andere Band, Es ist später als du glaubst, über den wird Herr Thunecke später noch berichten. Das sind eben drei Romane, die er transkribiert hat aus Zeitungen, die eigentlich in Zeitungen erschienen sind, die er dann transkribiert hat und kommentiert hat und die uns so wieder vorliegen und die wir so wieder lesen können. Und was ich dazu sagen möchte, ist einfach, dass ich das faszinierend finde, wenn man diese Romane mit dem heutigen Wissen liest und eben auch den Kontext dazu weiß, wann sie entstanden sind und in welcher Situation sie damals war. Also wirklich auch sehr lesenswert. Irgendwie Probleme halt mit dem Weiterleiten? Danke. Ja, Programm brauche ich Ihnen jetzt, glaube ich, nicht nochmal sagen. Wir konzentrieren uns jetzt auf den Sammelband. Und der Sammelband hat eine schöne lange Vorlaufzeit gehabt in Wirklichkeit, weil, wie Sie sehen können, gab es im Jahre 2008 am Institut für Wissenschaft und Kunst eine Tagung zu Herminia Zurmühlen. Wir haben sie damals Herminia Zurmühlen und ihr Kampf um eine gesellschaftsverändernde Literatur genannt. Und es haben einige der damaligen Vortragenden jetzt auch wieder mitgewirkt. Es ist ein sehr schönes, wie immer im IWK, ein sehr schönes Event gewesen, wo wir eben diese Autorin hervorgehoben haben. Und daraus hat sich dann viel entwickelt, was man jetzt nicht auf den ersten Blick sieht. Es haben sich Beiträge natürlich entwickelt. Wir haben darüber weiter nachgedacht, weitergeschrieben. Und schließlich ist eben dann dieser Sammelband entstanden, über den ich mich natürlich sehr freue. Und Sie sehen, wir haben hier mehrere Beiträge. Und ich hatte vor, eigentlich Ihnen ein bisschen so einen Einblick in den Band zu geben. Sehr maßgeblich beteiligt war natürlich mein Mitherausgeber Jörg Thunecke, der mehrere Beiträge verfasst hat, auf die ich jetzt nicht eingehe, das soll er bitte selbst machen nachher. Patrick von Zurmühlen habe ich schon genannt. Er hat geschrieben über Herminia Zurmühlens Jahre im Baltikum und deren Verarbeitung in ihren Erinnerungen. Also das wären sehr prägende Jahre für die Herminia Zurmühlen. Dann eine sehr liebe Kollegin aus Deutschland, Jana Mikota, hat daran mitgewirkt. Sie hat ihren Beitrag genannt, daran sind die Kommunisten schuld. Herminia Zurmühlens revolutionäre Märchen der 1920er Jahre. Also wir haben schon gehört im Grußwort, dass sie auch Kinderbücher verfasst hat und dass eine schöne Verbindung ist zu auch meinen Tätigkeiten. Dann, ich habe geschrieben über adelige Proletarierinnen, Nazinnen zu den Frauenbildern in den Werken Herminia Zurmühlen und eine Kollegin von mir, Rahel Rosa Neubauer, hat ihren Beitrag genannt vom wohltemperierten Glashaus zur Revolution, der Beginn des literarischen Schaffens Herminia Zurmühlen. Ernst Seibert hat natürlich auch geschrieben darin, er wird auch später noch über seinen Beitrag sprechen, deshalb möchte ich das auch nicht vorwegnehmen. Gut, ich denke mir, ich werde jetzt einfach nur kurz durch diesen Band durchführen.
Und Patrick von Zermühlen hat zum Beispiel eben über ihre Zeit im Baltikum geschrieben und hat eben darauf verwiesen, dass die Memoiren, die Herminia Zermühlen 1929 veröffentlicht hat, unter dem Titel Ende und Anfang, dass sie eben ein Drittel des Textes ihrer 5 Jahre Zeit im Baltikum gewidmet hat und eben ihrer Ehe mit Viktor von Zermühlen. Das war natürlich für sie sehr, sehr einprägsam, wir werden später darauf noch zurückkommen. Und hat sie auch natürlich in ihrem Schaffen sehr geprägt. Also das war wirklich eine sehr, sehr eindrucksvolle Zeit. Und sie hat ihre Ehe zwar als Befreiung aus der Enge des Elternhauses gesehen, aber hat dann eine neue Enge vorgefunden in Wirklichkeit in dieser Ehe, in der sie sich überhaupt nicht wohlgefühlt hat, weil eben durch dieses adelige Umfeld, und aus dem sie selbst kam, und durch diese Familie ihres Mannes hat sie sich als Kommunistin natürlich nicht sehr identifizieren können damit. Und das war eines der Gründe, warum sie sich da nicht sehr wohlgefühlt hat. Wir werden das dann noch sehen, kann vielleicht ein Stückchen weitergehen. Genau, das sind Porträts von ihr. Wir werden sehen, also sie hat ja sehr, sehr unterschiedliche Texte verfasst, also sowohl Autobiografien, aber Sie sehen auch hier, wir haben ja gesehen, im Romane verfasst. Sie hat auch Märchenbücher verfasst, also sie war sehr, sehr umtriebig und hat sehr, sehr viel geschrieben. Unter anderem auch einen Sammelband, Der Rote Heiland, auf den wahrscheinlich dann Jörg Thunicke noch zurückkommen wird. Und ich darf vielleicht ganz kurz auf den Beitrag von Jana Mikota noch zurückkommen, die heute leider nicht anwesend ist. Und sie beginnt mit den Worten: Auf die Frage, welche Bücher sollen wir unseren Kindern geben, die 1931 in der Zeitung Berlin am Morgen Autorinnen wie Alex Wedding, Lisa Tetzner oder Herminia Zermühlen gestellt wird, antwortet letztere folgendermaßen: Ein gutes Kinderbuch muss in noch höherem Maße die gleichen Eigenschaften besitzen wie jedes andere gute belletristische Buch. Verbundenheit mit der Zeit und Leben, eindeutige Einstellung, eine lebendige, fesselnde Fabel. Außerdem muss es ein wirksames Gegengift gegen die heutige Schule und Klassenerziehung sein. Von den neuen Kinderbüchern kommt diesem Ideal Alex Wedding, Ede und Unku am nächsten. Und gerade dieses Buch von Alex Wedding, Ede und Unku, zeigt auch sehr deutlich diese Verbundenheit mit den Arbeiterkindern, mit denen, die ausgegrenzt wurden zu einer Zeit, wo es eben, also Unku, wer dieses Buch nicht kennt, ist ein Sinti-Mädchen, das sie sehr positiv beschreibt, die Alex Wedding, und einfach beschreibt, wie sie kennenlernt und daraus einen Roman gemacht hat. Und man sieht schon an dem Thema, dass sie sich da damit befasst, eigentlich mit einem Thema, das damals zu dieser Zeit nicht gewünscht war natürlich. Also auch da die Widerständigkeit drinnen in dem Schreiben von der Alex Wedding. Jana Mikota schreibt dann weiter, sie macht damit deutlich, was sie von einer Kinderliteratur erwartet. Literarisch Anspruchsvolles soll mit sozialkritischen Themen kombiniert werden. Sie übersetzt daher nicht nur, sondern schreibt auch für Kinder und Jugendliche Märchen sowie Romane. Kindheit und die Rolle von Kindern in der Gesellschaft der 20er Jahre wird zu einem tragenden Motiv, sowohl in ihren eigenen Arbeiten als auch in den Übersetzungen. Also sie hat auch sehr viel übersetzt, muss ich auch noch dazu sagen. Und im Roman Im Schatten des elektrischen Stuhls aus dem Jahr 1929 heißt es: Unsere Kinder müssen in einer freien Welt aufwachsen. Dafür kämpfen wir, dafür werden wir siegen. In ihren kinderliterarischen Texten bekommt das Lesepublikum Einblicke in einen proletarischen Alltag. Sie will mit ihren Texten kindliche und erwachsene Leserinnen und Leser erreichen, knüpft an literarische Muster an und deutet diese neu. Ihre Literatur kann als engagierte Literatur bezeichnet werden. Das sind literarische Texte, die ausdrücklich politische oder soziale Einflussnahme als Ziel haben, auf gesellschaftliche Umstände hinweisen, gesellschaftspolitisch wirken und politisch beeinflussen möchten. Kinderliteratur wird somit als Sozialisationsliteratur verstanden, welche bestimmte Werte an Kinder weitervermittelt und ihnen auch eine proletarische Identität geben will. Es ist vor allem das Märchen, das Zermühlen als Sprachrohr
in den ersten Jahren der Weimarer Zeit nutzt, um Missstände zu enttarnen und dem kindlichen Lesepublikum Geschichten aus ihrer Welt zu erzählen. Dabei orientiert sie sich sowohl an den Märchen der Gebrüder Grimm als auch an Kunstmärchen von Autoren wie Hans Christian Andersen. Hermine zur Mühlen hat 7 Märchensammlungen veröffentlicht und wir haben schon gesehen vorhin, was Peterchens Freunde erzählen, ist ja, sehr eindrucksvoll, muss ich sagen, weil damit zeigt sie nämlich wirklich auch den proletarischen Alltag auf und setzt sich eben auch dafür ein, dass die Kinder auch diesen Alltag kennenlernen. Ja, dann komme ich zu meinem eigenen Beitrag, nur ganz kurz. Ich habe versucht, das Frauenbild ein bisschen herauszuarbeiten. Und ja, was ist darüber zu sagen? Sie hat eben unterschiedliche Lebensstationen auch durchlebt. Ja? Wir werden das später noch mehr hören dazu von Ernst Seibert. Und hat dadurch auch einen sehr kritischen Blick auf die Welt gewonnen, sozusagen. Und hat damit auch die Frauen ganz unterschiedlich gesehen und betrachtet. Also sie hat, wenn wir den Quellen glauben können, auch kein sehr gutes Verhältnis zu ihrer Mutter gehabt zum Beispiel. Das wird auch an manchen Stellen ihres Wirkens dann auch deutlich. Und sie hat auch sich mit Kinderliteratur, besser gesagt mit Mädchenliteratur beschäftigt. Und ich zitiere jetzt eine längere Passage. Sie schreibt, sie sehen von außen ganz harmlos drein, diese Jugendvergifter und schmutzigen Skribenten. Wer ahnt Böses in einer Erzählung für das reifere Mädchenalter? Aber blättert man einmal in diesen Büchern, betrachtet, wer zum Helden der deutschen Jungfrauseele erhoben wird. Der Mann in des Kaisers Rock, der Offizier, berufsmäßige Mörder. Heldenmütter opfern freudig ihre Söhne, Heldenbräute den Bräutigam für Kaiser und Vaterland. Die Herrlichkeit des deutschen Wesens wird betont und wieder betont. Der Nichtdeutsche ist im besten Fall eine lächerliche Figur. Man denke an die traditionelle Miss mit langen gelben Zähnen, an die intrigante Mademoiselle der Pensionatserzählungen. Eine niederträchtige, kleinliche, spießbürgerliche Welt wird als einzig Gute aller Welten dargestellt. Die Pflichten der Frau existieren bloß der Familie gegenüber. Ihre verderbliche, angeborene Engherzigkeit wird gefördert und gepriesen. Dabei sind diese jungen Seelen 14 und 16 Jahre in den meisten Fällen idealshungrig, verbergen sogar unter äußerer Albernheit gar oft einen tiefen Gerechtigkeitssinn. Und in dieser entscheidenden Zeit werden ihnen die Werke unserer beliebten Jugenderzähler und Erzählerinnen als einzige geistige Nahrung geboten. An diesen amoralischen Dreck bilden sie sich ganz unbewusst ihre Anschauungen, ihre Prinzipien. Das werden dann die Frauen, die vor den Bulletins stehen und die Zahl der feindlichen Gefallenen lesen. Mit Madonnenlächeln sagen, Gott sei Dank, es geht gut. Die Frauen, die an verhungerten Kindern achtlos vorübereilen, nur darauf bedacht, die eigenen Kinder zu versorgen. Die Frauen, die jede Mütterlichkeit schänden und entweihen, die, ein Wort kennzeichnet sie zur Genüge, Bürgerfrauen. Junge Mädchenliteratur, es klingt nichtig, belanglos und ist doch eine der wichtigsten Fragen. Was da mit der Schultasche und dem Hängezopf herumläuft und Bücher verschlingt, das sind die zukünftigen Mütter der neuen Generation, die Hüterinnen unserer heiligsten Hoffnung. Reißt das Unkraut aus, das üppig wuchernd die zarten Seelenpflanze zu ersticken droht. Gebt ihr Sonne und Luft und gesunde, veredelnde Nahrung. Macht einen Menschen aus dem jungen Ding, das noch jedem Einfluss zugänglich ist. Dann könnt ihr auf Söhne hoffen, die den Helden der Backfischbücher verdrängen. Auf freie, starke Menschen. Erbauer einer freien, brüderlichen Welt. Also so hat sie sich gegen die Mädchenliteratur gestellt und hat eben dann ihre eigene Literatur geschaffen, die das eben auffangen soll. Und auch das Frauen- und Mädchenbild ist natürlich sehr angepasst an die Realität von Arbeiterinnen und Arbeitern, die eben in schlechten Wohnverhältnissen sind, die eine schlechte Ernährung haben, die durch Fabriksarbeit geprägt war. Und sie hat ein ziemlich differenziertes Bild von Frauen, das sieht man in ihren Werken, ich habe mir das ein bisschen angesehen. Und die Frauenfiguren wandeln sich auch sehr oft in ihren Werken parallel zu ihrer eigenen Situation. Und in der Anfangsphase ihres Schreibens waren die proletarischen Hauptfiguren im Vordergrund.
In der zweiten Hälfte der 20er Jahre rückten dann mehr bürgerliche und aristokratische Kreise in den Mittelpunkt. Und zunächst war ja eben das Zeigen der Emanzipation sehr wichtig, das Proletariat sehr wichtig und später eben dann die Emanzipation der Frauen. Aber sie war auch ziemlich pessimistisch eingestellt, muss man auch sagen, und hat dann eben auch danach ihre Werke verfasst. Ja, also zu dem könnte man noch recht viel sagen, aber ich glaube, da wird Ernst Seibert noch zur Kinderliteratur einiges sagen, das möchte ich jetzt nicht vorwegnehmen. Vielleicht noch bei den Werken, die sich an Erwachsene wenden, haben wir auch ein schönes Zitat. Man darf bei Herminia zur Mühlen keine Antwort auf Frauenfragen aus heutiger Sicht erwarten, auf Probleme wie das Verbinden von Familie und Beruf, die Selbstständigkeit der Frau gegenüber dem Mann, findet man in ihren Werken sicherlich nicht. Aber sie entwirft ein sehr interessantes Bild über Lebensmöglichkeiten von Frauen während der Weimarer Republik und des Nationalsozialismus, über die Kämpfe zwischen den Klassen und ihren Auswirkungen auf Ehen, über Emanzipationsmöglichkeiten für Frauen innerhalb eines derartigen Klimas. Also die Figur der Mutter wird zum Beispiel sehr ambivalent behandelt und an einigen Stellen auch sehr, sehr negativ beschrieben. Zum Beispiel gibt es eine Erzählung 1926, die Lina heißt, und da hat die Mutter überhaupt kein Verständnis für die Bedürfnisse ihrer Tochter. Und auch die bürgerlichen Frauen werden immer wieder sehr, sehr negativ beschrieben, mit negativen Eigenschaften ausgestattet. Sie werden oberflächlich gezeigt. Und sie klagt sie auch an, sehr herablassend sich zu verhalten. Also das ist sehr deutlich geworden. Frauen werden aber zugleich auch bei ihr manchmal auch als Opfer dargestellt. Und eben in diesem schon erwähnten Text Lina sieht das arme Dienstmädchen zum Beispiel nur im Selbstmord einen Ausweg. Ja, oder auch in Licht aus dem Jahr 1922, da fügt sich die Protagonistin Lina Merz ihrem Schicksal und begehrt auch nur innerlich auf. Also von Emanzipation ist da noch wenig irgendwie die Rede. Gleichzeitig aber hat sie auch ziemlich starke und kämpferische Frauen vorgestellt im gleichen Roman. Also es ist sehr unterschiedlich, wie sie die Frauen beschreibt. Vielleicht noch kurz, weil wir das vorhin auch schon als Cover gesehen haben, unsere Töchter, die Nazinnen, schildert sie Frauen, die eben den Nazis verfallen sind und zeigt so ein bisschen auch, welche verschiedenen Spektren es da gegeben hat, also wie die Frauen unterschiedlich auch zu dieser politischen Bewegung gekommen sind. Ja, bei Rahel Rosa Neubauer, die ja über den Beginn des literarischen Schaffens geschrieben hat, ist vielleicht noch anzumerken, dass sie eben, bevor sie eigenständige Werke publiziert hat, hat sie eben in kulturpolitischen Monatsschriften, Halbmonatsschriften publiziert und hat in unterschiedlichen Gattungen geschrieben, hat bereits mit 12 Jahren politische Leitartikel verfasst im Stil der Wiener Freien Presse und hat in einer selbst herausgegebenen Monatsschrift veröffentlicht. Also sie war schon sehr früh dran. Hat dann mit 16 Jahren Dramen über die Ungerechtigkeit der Welt und die Rechte der Frau geschrieben, das auch aufgeführt wurde, nämlich von ihr selbst und von ihren Mitschülerinnen. Also Sie sehen, das war schon relativ früh klar, dass sie sich da der Schriftstellerei widmen wird. Und will da jetzt nicht zu viel zitieren, aber es ist sehr spannend, wie sie zum Beispiel auch die gesellschaftspolitischen Dinge betrachtet. Und da gibt es auch ein Zitat von ihr: Eine niederträchtige, kleinliche, spießbürgerliche Welt wird als einzig Gute aller Welten dargestellt. Die Pflichten der Frau existieren bloß der Familie gegenüber. Ihre verderbliche, angeborene Engherzigkeit wird gefördert und gepriesen. An diesem amoralischen Dreck bilden sie sich ganz bewusst ihre Anschauungen aus. Also das sind schon ziemlich starke Worte, die sie da auch bringt. Und vielleicht noch ein Wort zu diesem Märchen, was ich jetzt schon erwähnt habe. Das war eben deshalb so spannend, weil sie da wirklich auch diese proletarischen Märchen sozusagen eingeleitet hat und versucht hat, an Gegenständen, die dem Jungen, der im Bett liegen muss aufgrund einer Verletzung,
erzählen, wie es denn wirklich in Arbeiterfamilien zugeht. Also eine Welt den Kindern praktisch zeigt, die sonst in den damaligen Kinderbüchern, Jugendbüchern nicht so vorhanden war. Also das hat sie sehr eindrucksvoll gemacht, mit einem Kohlestück und mit einem Topf, der aus einer reichen Familie stammt, und der erzählt dann, wie es wirklich zugeht bei Bediensteten, bei so reichen Familien und so weiter. Ja. Das war so ein bisschen ein Einblick in den Sammelband. Wir hören jetzt noch mehr über das Leben und Wirken Herminia zu Mühlens, und ich darf Ernst Seibert ganz herzlich bitten, mit dem ich sehr, sehr lange schon zusammenarbeite, der mich sozusagen zur Kinder- und Jugendliteratur gebracht hat vor vielen, vielen Jahren. Und wir arbeiten immer noch in der historischen Kinder- und Jugendliteratur zusammen, und ja, es ist einfach schön auch sehen, dass das Früchte trägt, und ich hoffe, dass es auch so weitergeht. Bitte, Ernst. Gut. So, ich muss mich erst ein bisschen zurechtfinden hier in dieser nicht ganz gewohnten Vortragssituation. Herzlichen Dank für die Einladung. Das gilt nicht nur für den heutigen Tag, sondern überhaupt dafür, dass ich in der Frauenbiografieforschung immer wieder mich vorantasten kann. War also ungemein bereichernd über die Jahrzehnte, und ich wäre auf manche Biografien nicht gestoßen, ohne diese Aktivitäten wahrnehmen zu können. Während ich dir, Susanne, zugehört habe, ist mir, ja, man könnte es fast nennen, eine Anekdote, jedenfalls eine Erinnerung wieder in den Kopf geschehen an die Zeit, in der ich noch in der Jugendschriftenkommission tätig war. In den 80er, 90er Jahren hat dort, ich will jetzt keinen Namen nennen, ein an sich sehr rühriger Ministerialbeamter mich eines Tages gefragt: Ernst, kennst du Herminia zur Mühlen? Und zu meiner Schande musste ich sagen, ja, irgendwo mal gehört, aber eigentlich kann ich nichts dazu sagen. Das war die Zeit, in der eigentlich das Lexikon von Klaus Doderer schon zur Gänze erschienen war. Die Erscheinung hat sich ja hingezogen über vier Bände, also drei Bände und einen Ergänzungsband, und wir haben immer alle gewartet. Das war wirklich ein für die historische Kinderbuchforschung eminent wichtiges Werk und ist nach wie vor eine Fundgrube. Und Herminia zur Mühlen ist dort auch eingetragen. Aber es widerspiegelt auch ein bisschen die ganz andere Art und Weise, wie man mit Kinderliteratur noch in den 90er Jahren umgegangen ist, obwohl da schon jedenfalls in Deutschland historische Kinderbuchforschung weit fortgeschritten war, in Österreich noch nicht so weit. Und widerspiegelt eben diese vordergründig pädagogische Art der Auseinandersetzung mit Kinderbuch und eine gewisse Distanz zu allem Historischen. Und bei einer Autorin wie Herminia zu Mühlen erscheint es uns heute ganz selbstverständlich, dass ihre Werke immer wieder neu aufgelegt werden, und man würde sich das bei vielen anderen aus diesen Jahren und aus früherer Zeit auch wünschen. Ja, jetzt muss ich aber eigentlich erst mal, oder bitte um Hilfe, mein PowerPoint-Konstrukt auch, vielen Dank, zur Geltung bringen, damit ich mich da, Dankeschön, danke sehr, langsam durchtaste. Ja, den Titel hätten wir mal, oder noch nicht ganz. Susanne, ich glaube, du musst mir helfen. Mit dem habe ich komischerweise immer wieder Probleme. Wie geht es dann weiter? Ja, gut, also zurück an den Anfang. Aus meinem Titel möchte ich vor allem diesen einen Begriff der Mehrfachadressierung hervorkehren. Scheint uns heute schon ganz selbstverständlich. Bei Herminia zu Mühlen ist das ein sehr wesentlicher Titel. Also der Hinweis darauf, der sich jetzt eigentlich eingebürgert hat in der historischen Kinderbuchforschung und auch in der gegenwärtigen Kinderliteratur, dass ein literarischer Text an mehrere
Adressenten gerichtet ist, sowohl an Kinder als auch Jugendliche, als auch Erwachsenen, als auch Vermittler oder eben mehr oder weniger die eine oder andere Gruppe. Das war zum Beispiel, um auf diese Anekdote nochmal zurückzukommen, in den 90er Jahren, 80er schon gar nicht der Fall. Man hat Kinderbücher einer bestimmten Lesealtersgruppe zugeordnet und die nur, die sollten es verstehen. Also gerade das Werk der Herminia zu Mühlen bietet hier eine unglaubliche Modernität auch und denke, dass das auch wichtig ist zu berücksichtigen. Kurze Übersicht über Ihren Werdegang, zumindest mal bis ins Jahr 1938, wo Sie dann mit dem Werk begonnen hat, mit dem ich mich ein bisschen näher beschäftigen möchte, also mit dem Roman Als der Fremde kam. Zum Teil ist es schon angeklungen, dass Sie eigentlich in der, ja, könnte man sagen, einerseits in der Provinz aufgewachsen ist, im Salzkammergut, andererseits reisen mit Ihrem Vater, der Diplomat war, in alle Welt, in alle Kontinente mitgemacht hat, also sozusagen das gesellschaftliche Leben in vielen Episoden und in vielen Ebenen schon als Kind kennengelernt hat. Eben sie hat sie Examen gemacht oder Matura und dann, wie schon erwähnt, einen Adeligen aus Estland geheiratet. Die Ehe hat aber nicht besonders das geboten, was sie erwarten hat, und wurde 1920 wieder geschieden. Nachdem sie 1919 schon Mitglied der Deutschen Kommunistischen Partei geworden ist und ihren späteren Lebensgefährten Stefan Klein kennengelernt hat, mit dem sie diese Jahre vor allem in Frankfurt am Main und Berlin verbracht hat. Dort unter anderem auch George Grosz kennengelernt, den Begründer des Malik Verlages, in dem also sehr moderne, experimentelle, politische und vorwiegend kommunistische Literatur auch erschienen ist. Dort kam als eines ihrer frühen Werke diese bis heute eigentlich sehr gängige Märchensammlung, was Peterchens Freunde erzählen, heraus, mit Illustrationen von keinem geringeren als, ist man geneigt zu sagen, George Grosz. Diese sehr eindeutige Stellungnahme zur gesellschaftlichen Frage im Sinn des Marxismus und Kommunismus hat sehr früh, schon 1924, zu einer Anklage wegen Hochverrat geführt und dazu, dass sie dann 1933, da war es dann unausweichlich, in ihre, wie ich das nummerierend bezeichnet habe, erste Emigration gegangen ist. In dem Jahr 1933 hat sie dann auch ein sehr wichtiges und in der Biografie immer wieder erwähntes Manifest, könnte man fast schreiben. Es war schlicht und einfach ein Brief, mit dem sie sich gerechtfertigt hat für ihre politische Denkweise und für ihre Emigration. Die werde ich dann auch noch zitieren. 1935, und man bedenke die Jahreszahl, da war also schon der Nationalsozialismus in Wien in allen Institutionen präsent, kam unter heute fast nicht mehr nachvollziehbaren Umständen diese antifaschistische Erzählung, unsere Töchter, die Nazinnen oder Nazinen, ich schwanke immer in der Betonung, wie auch immer, heraus. Und zwar nicht irgendwo, sondern im linkskatholischen Xur Verlag von Ernst Karl Winter gegründet. Das ist eine der Persönlichkeiten, um die man sich, natürlich gibt es Literatur, sowohl zum Xur Verlag als auch zu Winter, aber meistens wird das nur so am Rande biografisch ergänzt. Ja, es ist dort und dort erschienen, sollte im Sinne einer kollektivbiografischen Beschäftigung, um die ich mich immer wieder bemühe und das Gottlob auch nicht alleine, immer wieder zur Geltung kommen. Auch in Wien konnte sie nicht weiterbleiben. 1938 erfolgte dann die zweite Emigration mit Stefan Klein nach Bratislava und in dem Jahr erschien dann auch erschien eben noch nicht, sondern hat sie begonnen an der Arbeit an diesem Roman, Als der Fremde kam. Und 1939
eine weitere Emigration über viele Umwege, über Ungarn, Jugoslawien, Italien, Schweiz, Frankreich bis nach Großbritannien, wo er dann erst 1939 erschien und dann auch wieder ins Deutsche zurück übersetzt wurde. Ich kann vielleicht hier einige Notizen noch ergänzen. Dieser Roman ist eigentlich, wie sich dann später herausstellen sollte, Teil einer größeren Trilogie, könnte man hier auf dieser Seite schon anfügen, ergänzend nennen, dass sie 1938 auch in dem von Susanne Blumisberger vorhin genannten oder jedenfalls auf der Folie gezeigten Roman Ewiges Schattenspiel begonnen hat, deutsch begonnen, der ist dann englisch auch 1943 erschienen, also ein ähnlicher Werkprozess wie auch der Roman aus der Fremde kam, schwanken zwischen Deutsch und Englisch und jeweils über mehrere Jahre und manchmal auch ein Jahrzehnt daran gearbeitet. Und auch der heute sehr bekannte Roman Unsere Töchter, die Narzinen, kann als Teil dieses Werkprozesses gesehen werden, wie ich später noch erläutern werde. Dieser Begriff kollektivbiografische Beschäftigung ist von mir mal geprägt worden, aber ich bin überhaupt nicht sicher, ob es den nicht schon gibt. Ich habe gestern vielleicht nicht ganz zufällig mich mit dem hier auch genannten Primus Heinz Kuchel getroffen bei einer Antrittsvorlesung von Norbert Wolf im großen Festsaal. Das erwähne ich nicht ganz zufällig und nebenbei, denn diese Antrittsvorlesung von Norbert Christian Wolf hatte den Titel Was heißt und zu welchem Ende studiert man österreichische Literaturgeschichte? Das ist natürlich eine Anspielung an Friedrich Schiller mit dem berühmten Titel Was heißt und zu welchem Ende studiert man Universalgeschichte? Und daran anknüpfend hat Norbert Wolf die Problematik der österreichischen Literaturgeschichte an einer ganzen Reihe von Zitaten von Autorinnen und Autoren präsentiert, die allesamt deutlich machen, und damit komme ich wieder zu Herminia zur Mühlen zurück, wie schwierig es eigentlich ist, die österreichische Identität in der Literaturgeschichte als etwas Selbstverständliches anzusehen. Dazu gebe es viele Beispiele, die er genannt hat, nicht genannt natürlich Herminia zur Mühlen. Und vor allem, wenn man diesen Ansatz eines kollektivbiografischen Vorgehens sich vornimmt, wird einem deutlich, wie sehr vor allem in der Kinderliteratur und in der Jugendliteratur, in der viele Autoren oft auf ein Werk festgelegt werden oder zwei, drei, die irgendwie zusammengehören, und dabei nicht beachtet wird, welche Einflüsse diese Autoren ihre Werke zu verdanken haben. Bei Herminia zur Mühlen scheint es mir unausweichlich wichtig, etwa auch auf Béla Balázs zu verweisen und vor allem auf Friedrich Feld. Und dem Primus Heinz Kucher habe ich zu verdanken, dass er in einer ausführlichen oder mehreren ausführlichen Publikationen zu Friedrich Feld Herminia zur Mühlen auch erwähnt hat, allerdings immer, und das ist das Problem, vor dem wir immer wieder eigentlich Rätseln stehen, immer unter Ausklammerung der Kinderliteratur. Also sowohl die Herminia zur Mühlen als auch der Béla Balázs als auch Friedrich Feld waren Autoren, denen es ein großes Anliegen war, ihre sozialpolitischen Anliegen in dieser Form der mehrfach adressierten Kinderliteratur publik zu machen. Und der Umstand, dass viele Forscher gerade diesen Punkt immer ausweichen, nämlich dass sie auch für Kinder geschrieben haben, der eine Autor und die andere Autorin, ist, denke ich, Ansatz für uns in der Kinderbuchforschung, sich dieser kollektivbiografischen Zuwendung zu unterziehen.
die schon genannten Werke Peterchens Freunde und hier mit einer Illustration von George Gross und Als der Fremde kam. Oder ich werde vielleicht da noch ein bisschen stehen bleiben, vor allem bei dem vorhin genannten und dem Begriff der proletarischen Kinderliteratur. Ist Anlass zu überlegen, dass es auch diesen Begriff noch nicht allzu lange gibt, wenngleich man sagen kann, dass es das, was mit dem Begriff gemeint ist, sicher auch schon in der früheren Märchenliteratur anzutreffen ist. Also ist mir auch jetzt gerade wieder im Zuhören und Nachdenken eingefallen, dass man das eine oder andere Märchen von Hans Christian Andersen, proletarisches Kindermärchen, schon nennen könnte. Aber der Herminia zur Mühlen ist es sicher zu verdanken, auch wenn meines Wissens zumindest selbst in diesen Jahren, 20er Jahren, noch nicht gang und gäbe war, dass sie hier sozusagen eine schon im 19. Jahrhundert vorhandene Tendenz zeitgemäß forciert hat und mit diesen Märchen eine tatsächlich neue Gattung geschaffen hat, die dann auch von anderen aufgenommen wurde. Zu der Erstausgabe des Romans »Als der Fremde kam« muss ich kurz zu meinen Büchlein schauen, möchte ich Ihnen aus dem Klappentext, das ist etwas, was leider ziemlich außer Verwendung gekommen ist, das eine oder andere vorlesen. Nämlich aus dem vorderen Klappentext einfach mal nur ein Stück zur Inhaltsangabe, das wesentlich deutlich macht, worum es hier eigentlich geht. Im Mittelpunkt des bunten und erregenden Geschehens steht die Familie der Herdegens, gütige Menschen mit warmen Herzen, steht der Pfarrer Aladar und sein Gegenspieler Tiso, stehen slowakische und deutsche kleine Geschäftsleute, der tschechische Gendarm und der jüdische Arzt, lauter Menschen aus Fleisch und Blut, die durch die von außen hereingetragene Unruhe jäh aus ihrem friedlichen Alltagsleben gerissen werden und jeder auf seine Weise in der großen Auseinandersetzung Stellung nehmen. Das ist allemal ganz zutreffend. Was hier mit großer Unruhe gemeint ist, ist der Umstand, dass ein deutscher Offizier, der SS-angehörig, nach Budapest gekommen ist, um ja, Unruhe zu stiften, könnte man sagen, um diese unterschiedlichen Volksgruppen, die mehr oder minder gedeihlich miteinander ausgekommen sind, gegeneinander aufzuhetzen, aufzuwiegeln und hier einen Boden zu bereiten, in dem dann die Nationalsozialisten ihre Diktatur errichten konnten, indem sie aus allen Bevölkerungsschichten Anhängerschaft für sich angeworben haben. Interessant ist vielleicht auch ja, der rückwärtige, ja genau, am rückwärtigen Klappentext findet sich dann dieser Brief, den Herminia zur Mühlen 1933 verfasst hat, um ihre ganz entschiedene Abwendung bzw. ihren Gang ins Exil zu begründen. Dankenswerterweise hier in der Erstausgabe noch vorhanden, in späteren leider nicht mehr. Und ich denke, dass es unbedingt wichtig ist, diese Zusammenhänge eben in einem mehrfach adressierten Text auch den der erwachsenen Leserschaft, aber auch der Jugend erkennbar zu machen. Herminia zur Mühlen schrieb damals 1933, man kann Deutschland und dem deutschen Volk keinen besseren Dienst erweisen, als das Dritte Reich, dieses zur Wirklichkeit gewordene Gräuelmärchen, zu bekämpfen. Und daher kann dieser Kampf logischerweise von niemandem, der mit dem deutschen Volk und der deutschen Kultur wirklich verbunden ist, als deutschfeindlich bezeichnet werden. Was aber den Vorwurf des Landesverrats betrifft, sie wurde ja schon 1924 dessen bezichtigt,
Was den Vorwurf des Landesverrates betrifft, wenn wir schon von dieses pathetische Wort gebrauchen wollen, so würde ich als Österreicherin nach dem Verhalten des Dritten Reichs Österreich gegenüber dann Landesverrat begehen, wenn ich mit meinen bescheidenen Kräften das Dritte Reich nicht bekämpfen würde. Ich bitte Sie, diesen Brief an die Reichsstelle zur Förderung des deutschen Schrifttums weiterzuleiten. Also dieser durchaus dramatisch zu nennende Brief ist in enger Verbindung oder eben als sehr persönlicher Hintergrund hinter diese Werkgeschichte zu stellen, in der diese, verwende noch einmal betont den Begriff, mehrfach adressierten Romane entstanden sind. Ein Blick vielleicht auch ins Innere des Romans, da ist darauf hinzuweisen, dass der Roman im Globus Verlag erschienen ist, im kommunistischen Globus Verlag, auf der rechten Seite leicht ist es für STs, für Stefan Klein. Und dann eben, ja, und dann, das kann ich aber von da aus gar nicht lesen, naja, im Buchanhang, ein Buchhinweis, kleine Geschichte von großen Dichtern. Ich muss ehrlich sagen, bin immer noch nicht dazu gekommen, das ausheben zu lassen und zu lesen, aber allein die Inhaltsangabe zeigt, wie sehr sie sich eben als Österreicherin und im Sinne der Mehrfachadressierung bemüht hat, diese ja, politische Haltung auch durch kulturgeschichtlich interessante Werke zu bekräftigen. Also sie schreibt in dieser Geschichte Erzählungen aus dem Leben Franz Grillparts, aus Ferdinand Raimund, Adalbert Stifter, Anastasius Grün, Ferdinand von Saar, Anzengruber, Ebner Eschenbach und anderen. Ein Werk, das man vielleicht in der Wirkungsgeschichte zu diesen Autorinnen und Autoren auch berücksichtigen sollte. Ich habe es eigentlich kaum noch wo gefunden. Und vielleicht verdient ja auch dieses Werk mal einer neuen Publikation zugeführt zu werden. Eine weitere Ausgabe ist dann im Aufbau Verlag 1979 erschienen. Wo übrigens noch das Copyright des Globus Verlages hervorgehoben wird. In der nächsten Auflage im durchaus sehr, sehr verdienstvollen Promedia Verlag habe ich dieses Copyright nicht mehr gefunden. Also da ist das Copyright bereits an den Verlag übergegangen. Das ist also sicher alles rechtens. Aber ich erwähne es nur deswegen, weil ich immer wieder auch ja, in der Beratung von Studierenden, das ist jetzt eigentlich schon ziemlich zurückliegend, bemerkt habe, dass sie natürlich solche kleine Anführungszeichen Fallen nicht bemerken und oft die Datierung für die Studierenden ein Rätsel ist, sodass der eine oder andere auf die Idee kommen könnte, ja, Werk ist erst dann erschienen, in dem Jahr, an dem eben der Vermerk im Klappentext oder sonst wo aufscheint. Also gerade bei Jugendbüchern ist das sehr oft der Fall, dass man nach der Erstausgabe erst auf Umwegen suchen muss und es wohl sinnvoller ist, die Interpretation im Hinblick auf die Erstauflage in Augenschein zu nehmen. Ich habe, ja, vielleicht bleiben wir da doch noch ein bisschen stehen, vielleicht im Zusammenhang mit dieser Ausgabe, wo allmählich deutlich geworden ist, dass Herminia zur Mühlen eigentlich eine Art Österreich-Trilogie vorgeschwebt ist, sozusagen eine österreichische Vorsaga mit Hinblick auf John Galsworthy. Der erste Teil sollte der jetzt schon genannte Roman Ewiges Schattenspiel sein, in dem österreichisch-ungarischen Monarchie bis 1948 bis 1848 handelt und geplant war in zwei weiteren Folgen bis in die Gegenwart zu kommen. Der zweite Teil ist allerdings nicht zustande gekommen und meine Vermutung oder meine These ist, die ich in meinem Beitrag auch ein bisschen erläutere, dass der Roman Unsere Töchter, die Nazinnen eigentlich sozusagen
ein Ausschnitt aus diesem ursprünglich geplanten zweiten Teil ist, der bis in die fast unmittelbare Gegenwart führt. Und der dritte Teil ist dann doch auch wieder der Roman Als der Fremde kam, mit dem ähnlichen Personal bzw. Nachfahren jener, die im ersten Roman Ewiges Schattenteil spielt, schon eine Rolle gespielt haben. Übrigens herausgegeben von Jörg Thunecke und auch kommentiert und im Zusammenhang mit diesem Roman zu sehen. Es ist, das ist im Kommentar von Karl Markus Gauss auch hervorgehoben, ein sehr vielschichtiger Roman. Man könnte ihn als Familienroman lesen, als Generationenroman, als Gesellschaftsroman, als Exilroman. Er ist alles in einem. Und sollte auch mehrfach adressiert, eben im Sinne dieser Mehrfachadressierung gelesen werden. Die Geschichte, die sich hier aufarbeitet, habe ich in anderen Zusammenhängen mal etwas aufgedröselt. Ich glaube nicht, dass ich Ihnen das jetzt alles im Einzelnen erläutern muss. Also alle diese Ereignisse der Geschichte der Slowakei von 1918 bis 1938, nach dem Zerfall Österreich-Ungarns bis hin zum Münchner Abkommen, werden thematisiert und werden sozusagen auch personifiziert, indem die handelnden Personen genannt werden und die Reaktionen des fiktiven Personals im Roman dazu beschrieben werden. Auch die weiteren Ereignisse von der Besetzung der Rest-Tschechei, wie das im damaligen Wording geheißen hat, Reichsprotektorat Böhmen und Mähren, bis hin zur Exilregierung Benesch in London. All das wird hier kommentiert und paraphrasiert, wobei sie diesen Roman in eine Gliederung unterbringt, deren einzelne Kapitelbezeichnungen sehr auffallend sind und Interpretation doch auch eine Rolle spielen sollten. Es sind drei Teile mit jeweils drei Unterkapiteln und ab dem zweiten Teil müsste eigentlich sofort erkennbar werden, dass diese Kapitelbenennungen eigentlich an ein biblisches Geschehen mahnen. Bin gleich fertig. Die Bestie setzt zum Sprung an. Das rote Licht, letzte Atempause vielleicht noch nicht so, aber dann im dritten Teil geht Gethsemane, ehe der Hahn zweimal kräht und es ward eine Finsternis über das ganze Land. Also das ist ein biblischer Rahmen, sodass man sagen kann, dass sie, Herminia zu Mühlen, die Auslöschung dieses Heimatlandes, das auch ihr vorübergehend zur Heimat geworden ist, in einen Vergleich zur Passion Christi gebracht hat. Es kommen alle jetzt in dieser historischen Übersicht schon genannten Personen vor, Masaryk, Linka und so weiter, ich muss Ihnen das nicht vorlesen, natürlich auch die Österreicher, Schuschnigg und dann im dritten Teil nochmal Kundt, Hacher und Chamberlain, werden sehr unterschiedlich gesehen und das große Verdienst des Romans ist es auch hier nicht sozusagen Schwarz-Weiß-Malerei pro und contra den Faschismus, sondern die Schwierigkeiten der handelnden Figuren mit dieser neuen politischen Situation fertig zu werden, sehr eindringlich und mit psychologischem Einfühlungsvermögen beschreibt. Ich habe das ziemlich genau aufgelistet, aber das werde ich jetzt auch nicht im Einzelnen ernennen, sondern nur mehr einen letztgenannten und wahrscheinlich nicht zufällig letztgenannten, nämlich Karel Čapek, mit dessen Worten sie den Roman schließen lässt, nämlich wohl sehnen wir uns zitternd nach dem Licht, doch ist uns die schlichte Lampe geblieben. Auch in ihrem Schein vermögen wir, weit in die Zukunft zu schauen, lasset uns alle unsere Lampen entzünden, auf dass die Menschen heimfinden aus der Dunkelheit. Die Zeit der Finsternis ist gekommen, verlöscht keines der Lichter unserer Heimat, es wäre eine Sünde.
möchte damit schließen, dass es wohl auch kein Zufall ist, dass die auch Kinder- und Jugendbuchautorin Herminia Zermühlen hier einen auch Kinder- und Jugendbuch Karel Čapek das letzte Wort gibt und auf diese Weise diese von ihr tatkräftig unterstützte Neubelebung dessen, was man früher als Kinderliteratur bezeichnet hat, unterstreicht. Und auch die Wiederentdeckung sollte im Sinne dieser Mehrfachadressierung sich der Herminia Zermühlen zuwenden. Vielen Dank. Ach, das lassen wir auch da. So. Frau Blumensberger, bin ich dran? Ja. Bitte. Gut, dann grüße ich alle Anwesenden und auch die, die per Zoom zugeschaltet sind, aus der Rheinischen Hochburg Köln. Wie Sie hören, bin ich Hamburger, also nur Zugewanderter hier. Und ich möchte Ihnen den Band vorstellen, den ich vor einiger Zeit rausgegeben habe, aber auch auf einige andere Sachen zu sprechen kommen. Der Kollege Seibert hat ja eben schon einen guten Überblick gegeben, aber ich möchte da noch mal etwas weiter ausholen. Herminia Zermühlen hat in den 20er und 30er Jahren eigentlich ihr Hauptwerk produziert. Die verschiedenen Kindermärchen, Kurzgeschichten, Romane sind alle zwischen 1919 und Mitte der 30er Jahre entstanden. Im englischen Exil ist eigentlich nicht mehr viel geschehen. Das lag auch an der finanziellen und gesundheitlichen Situation von Herminia Zermühlen und auch von Stefan Klein. Es ging ihnen sehr dreckig dort und es hat wenig Möglichkeiten gegeben, da noch viel zu produzieren. Es war Nachkriegszeit und es war schwierig, die Kommunikation zu Österreich, auch zu der Schweiz, von Deutschland mal ganz abgesehen, war kompliziert. Etwas, wo der Herr Seibert eben drauf zu sprechen kam, möchte ich auch noch ansprechen, und das ist das Copyright. Bis zum Tode von Stefan Klein in der 50er Jahre, also danach, weder Herminia Zermühlen noch Stefan Klein haben irgendwelche Angehörige, ganz abgesehen von Kindern, gehabt, sodass das Copyright es ist erloschen. Wir haben da ausführlich mit Promedia damals, habe ich auch zweitbändig, ich komme gleich drauf zu sprechen, rausgegeben. Es gibt kein Copyright und im Grunde ist das wunderbar, wenn Sie heute die die Gesetzgebung kennen, dann wissen Sie, wie wahnsinnig schwierig das ist, heutzutage überhaupt noch irgendetwas zu produzieren, ohne dass man da blechen muss oder überhaupt, dass es verboten wird. Alle die Bände, die ich Ihnen gleich noch nennen werde, wären ohne, und auch die Formen einiger dieser Bände und Beiträge, wären ohne das Copyright erloschen ist nicht möglich gewesen, glaube ich mindestens, nach anderen Urteilen, also wo ich auch involviert war, wie teuer das dann wird und so weiter. Na, auf jeden Fall, in der Nachkriegszeit, hat der Kollege Sabert eben auch schon erwähnt, ist eigentlich relativ wenig erschienen von Herminia Zermühlen, etwas im Aufbauverlag und etwas bei Globus in Wien. Recht eigentlich losgegangen ist das erst in den frühen 90er Jahren. Das wurde eben schon erwähnt, als Der Fremde kam, herausgegeben, sehr verdienstvoll vom Kollegen Gauss. Und das war dann eigentlich der Ansatzpunkt, wonach ich, also das war 1994, wonach ich dann als erstes Ewige Schattenspiel neu rausgebracht habe, 1996 bei Promedia eben.
Und dann unsere Töchterin Nazin im Jahre 2000. Das ist insofern wichtig, weil der Kurverlag wurde ja schon erwähnt. Der Roman wurde damals auf Veranlassung des deutschen Gesandten von Papen eingestampft. Und es ist eine ganz, ganz große Rarität. Es ist außer in einigen, ein paar Bibliotheken überhaupt nicht anzukommen. Außerdem war das nicht die erste Ausgabe in dem Sinne, denn der Roman war vorab gedruckt worden in der Freiheit im damals noch französischen Saargebiet. Und ich habe das aus diesem Vorabdruck subskribiert. Und es gibt da auch Unterschiede, sodass diese Ausgabe, die jetzt bei Promedia erschienen ist, im Grunde auch einiges Neues bietet. Ganz abgesehen von dem Apparat, also der endlich mal erklärt, wie das alles zustande gekommen ist. Also das waren die drei Bände in den 90er Jahren bis zum Jahr 2000 bei Promedia. Dann ist 2002, das wurde hier überhaupt noch nicht erwähnt, sehr verdienstvoll vom leider verstorbenen Kollegen Eckart Früh, unter anderem sind zwei Bände bei Peter Lang erschienen, und zwar ein Band mit ausgewählten Erzählungen und Feuilletons und einer mit vier Romanen, alle unbekannt bis dahin, aus Zeitschriften und Zeitungen ebenfalls transkribiert. Sie sind erschienen in einer Serie, herausgegeben von Deborah Engländer, nennt sich Exildokumente. Auch dazu möchte ich noch etwas sagen, weil das eigentlich immer wieder ein Fehlurteil ist. Herminia zu Mühlen ist nicht emigriert. Sie war Österreicherin und sie war eben von 1919 bis zur Machtübernahme war sie in Frankfurt und auch in Berlin ansässig und ist dann einfach nach Österreich zurückgegangen. Das ist einfach kein Exil, mindestens rein faktisch nicht. Auf jeden Fall sind diese beiden dicken Bände 2002 erschienen, auch sehr verdienstvoll. Und danach kam dann unsere Konferenz 2008 von Frau Blumsberger organisiert. Das Ergebnis war dann der Band Die Rote Gräfin. Und in diesem Band habe ich auch eine ganze Serie von Beiträgen veröffentlicht. Einmal über das Werk von Herminia zu Mühlen in den, ja, sagen wir mal, 20er bis zur Emigration, wenn Sie denn so wollen, also zur Rückkehr nach Österreich 1934, ist der letzte Band in Deutschland erschienen. Und dann ein Beitrag zu der sehr wichtigen und interessanten Erzählung Der rote Heiland, der ist erschienen 1924. Dann auch einen längeren Beitrag über die zahlreichen Kindermärchen vom Herminia zu Mühlen. Und letztendlich, was ich faszinierend fand, eine Übersetzung, wenn Sie so wollen, eines jüdischen Franzosen, Marcel Boubon, der Peterchens Freunde erzählen, über Esperanto ins Französische übertragen hat. Also eine ganz seltsame Geschichte, auch eine tragische Geschichte, denn diesen Herrn Boubon haben die Nazis, nachdem auch der südliche Teil, der freie Teil von Frankreich letztendlich besetzt wurde, der ist in Auschwitz ums Leben gekommen. Dann noch kurz zu den Kindermärchen, weil das eben schon ein Thema war. Dazu habe ich jetzt in dem anderen Band, der heute noch nicht erwähnt wurde, war ja neulich schon eine Präsentation, das ist der Band Kinderliteratur als kulturelles Gedächtnis, auch bei Präsens übrigens erschienen. Ich möchte noch mal an dieser Stelle Herrn Dr. Ritter also danken und gratulieren, dass er sich so engagiert hat für all diese Bände bisher und hoffentlich auch noch weitergeht. Ich werde auch gleich darauf zu sprechen kommen. Auf jeden Fall habe ich in diesem Band eine ausführliche Arbeit verfasst über die Abbildung in diesen verschiedenen Märchenbüchern.
die fast noch genauso faszinierend sind wie die Märchen selber eigentlich, wo so ganz berühmte Künstler wie eben Georg Cross, John Hartfield, aber auch Heinrich Vogeler diese Märchen von Herminia zur Mühlen illustriert haben, was ja nicht automatisch war. Also es auch etwas sagt über ihren Stand als Künstlerin in der Gemeinde in Deutschland, in der kulturellen Gemeinde. Der eigentliche Band, worauf ich jetzt wohl zu sprechen kommen sollte, das ist eben der Band, der jetzt heißt, es ist später als du glaubst, wo ich drei auch bisher unbekannte Romane transkribiert und eben veröffentlicht habe. Und zwar ist das erstens ein Band, ein Roman, der heißt Er heiratet nicht für Geld, ist erschienen in einer österreichischen Zeitschrift und im Prager Tagblatt Ende 32, Anfang 33, um die Zeit, wo die Machtübernahme auch dann in Deutschland stattfand. Und er spielt in faschistischen Italien, genau genommen auf einer Sizilien vorgelagerten Insel in der Nähe vom Vulkan Stromboli. Und der Hintergrund der Geschichte, also der Plot sozusagen, ist ähnlich wie in Deutschland, wie engagierte Widerstandskämpfer vom faschistischen Italien, also unter Mussolini und dessen Statthalter auch auf Sizilien verfolgt wurden und welchen Gefahren die ausgesetzt waren. So, das ist der eine. Der zweite Roman heißt Das tote Schloss. Dabei handelt es sich im Grunde um ein, man würde sagen, a Gothic Novel, also im Stile, wie es in Großbritannien im 19. Jahrhundert üblich war und ganz berühmt war. Es ist eine Gespenstergeschichte im Grunde, gar nicht so untypisch für Herminia zur Mühlen, wo ein Schloss, ein englischer Romancier sich ein Schloss kauft, in einem abgelegenen Gebiet in Frankreich, nicht allzu weit von Genf entfernt, und wie dort ein Gespenst dessen Leben zur Hölle macht und er letztendlich wahnsinnig wird. Auch dort spielt schon etwas, spielen die historischen Umstände schon etwas mit rein am Ende. Man hört eben, dass in Deutschland Hitler an der Macht ist und was das alles so bedeutet. So, und dann der dritte Roman, da hat Herr Seibert ja eben schon darauf hingewiesen, heißt Der Hexenkessel. Herminia zur Mühlen war ja als junges Mädchen oft mit ihrem Diplomatenvater in ganz Europa, vor allem am Mittelmeer unterwegs, in verschiedenen Mittelmeerländern. Und sie war unter anderem auch einmal in Tanger in Marokko. Und dieser Roman spielt kurz vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs, deshalb auch dieser Hexenkessel. Und wenn Sie das Buch sehen würden, dann sehen Sie auch die Abbildung. Es ist eben die Zeit, wo sich die Großmächte schon bekriegen, also indirekt bekriegen, ist die Zeit des Panthersprungs, wo Wilhelm II. Sich aufgemacht hat nach Nordafrika, um da deutsche Vorrechte durchzusetzen. Und man bekommt so ein sehr ungutes Gefühl während des Plots dieser Geschichte, wie die Deutschen, die Österreicher, die Briten, die Franzosen, wie sie alle, also als Diplomaten, wie die sich bekämpfen indirekt und worauf das letztendlich alles abläuft. Und am Ende des Romans ist auch der Ausblick, also der Krieg ist imminent, er ist nicht mehr weit weg und ist ja da auch so gekommen. Das sind also diese drei Romane. Lesenswert, würde ich sagen. Es ist nicht große Literatur, das kann man nun wieder nicht behaupten, aber immerhin, es ist lesenswert. Dann möchte ich noch sagen, dass das immer noch nicht alles war, was Herminia zur Mühlen geschaffen hat. Weiß der Teufel, was überhaupt noch unbekannt ist. Wir sind immer noch, also ich finde es am Suchen.
Man müsste sämtlich österreichischen Zeitschriften der späten 20er und 30er Jahre also systematisch durchsehen. So bin ich auch auf diese Sachen im Grunde gestoßen. Übrigens, der letzte Roman ist in der Nachkriegszeit erschienen, und zwar im Berner Bund, in einer wichtigen Zeitschrift. Aber wie gesagt, abgesehen von all diesen Sachen, die ich jetzt eben erwähnt habe, hat Herminia zu Mühlen auch 5 Kriminalromane geschrieben. Politisch, mit politischem Hintergrund, stark politischem Hintergrund. Also so normale Kriminalromane sind das eigentlich nicht. Politkrimis, würde man im Englischen dazu sagen. Sie sind erschienen anonym unter dem Namen Lawrence Desbury. Herminia zu Mühlen wollte wohl nicht, dass ihr Name irgendwie mit derartigen Unterhaltungsliteratur, wenn Sie so wollen, verbunden wird. Aber das ist nur eine Vermutung. Es sind 5. Einer spielt in England, kommen gleich noch an etwas darauf zu sprechen. Einer im faschistischen Österreich, Italien. Der erste, der in England spielt, heißt The Blue, der blaue Strahl. Der in Italien spielt, heißt Abenteuer in Florenz. Und 3 andere spielen in den USA. Und besonders die sind vom großen Interesse. Der blaue Strahl hat übrigens einen Hintergrund der irischen Revolution, der IRA, 1916, der Osternaufstand dort. Und der Roman in Italien hat auch eben faschistischen Hintergrund. Und dann die 3 in Amerika, der eine heißt An den Ufern des Hudson, hat zum Hintergrund Ku Klux Klan, sehr interessant. Und der zweite heißt Eius und hat im Grunde Umweltprobleme, also wie man damals schon versucht hat, Medikamente zu verkaufen, die im Grunde den Menschen schädlich waren, und aber um dickes Geld zu machen. Die Leute waren teilweise Millionäre geworden damit. Und dann im dritten amerikanischen Roman, Im Schatten des elektrischen Stuhls, ist ein rein antikapitalistischer Roman, wo ein Hersteller beschrieben wird, der und sein Sohn die Arbeiterschaft ausbeuten im großen Stile, bekämpft werden von einem anderen Mitglied der Familie, einem jüngeren Sohn. Und all das wird durchflochten immer von einem bestimmten Detektiv, einem Briten, der schon anfangs im blauen Strahl vorkommt und dann regelmäßig immer wieder erscheint. Es sind sehr interessante Romane. Ich habe die ersten beiden bereits transkribiert. Und ich hoffe, Herr Dr. Ritter ist eigentlich willens, solange Geld vorhanden ist, diese nach und nach zu publizieren. Und wir werden mit dem blauen Strahl anfangen. Er ist eigentlich im Grunde fertig. Und vielleicht wird er dann 23 erscheinen und dann eben sukzessive in jedem folgenden Jahr ein weiterer. Die sind wirklich lesenswert. Also manchmal lesenswerter als zum Beispiel die 3, die ich jetzt veröffentlicht habe, weil sie eben so sozialkritisch sind und so antikapitalistisch, und wo man eben sieht, Herminia zu Mühlen war eine Sozialistin. Ob sie wirklich Mitglied der Kommunistischen Partei war, ist nicht hundertprozentig belegt. Sie war auf jeden Fall Mitglied des Bundes revolutionärer Schriftsteller, der 1929 gegründet wurde. Und ihr Engagement ist klar, nicht? Obwohl sie sich später etwas davon abgesetzt hat. Ja, das ist so ungefähr mein Überblick. Ich hoffe Ihnen, dass das etwas dazu beigetragen hat, Ihnen ein breiteres Bild zu liefern von dem, was ist, was war und was kommen wird, hoffentlich. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Thunecke. Ja, ich bedanke mich auch für diese interessante Präsentation und gebe jetzt einmal ins Publikum für erste Fragen, falls es welche gibt. Das ist momentan nicht der Fall, aber ich stelle eine Frage an die Herausgeber, Herausgeberinnen. Herminia zur Mühlen kommt nach Österreich zurück 1933.
spiegelt sich dann der Austrofaschismus, die Dollfuß-Schuschnigg-Diktatur in irgendeiner Form auch in ihren Werken oder wird immer sozusagen auf Deutschland fokussiert und auf den deutschen Faschismus? Oder ist der österreichische Faschismus dann auch Teil ihres Werkes und wie steht sie auch in ihrer Person sozusagen, spiegelt sich das auch in ihrer Biografie vielleicht auch wieder? Wäre einmal so eine Frage an die Herausgeberin, an die Autoren der Werke. Also ich würde mal sagen, nicht sehr dezidiert. Es bezieht sich doch im Grunde alles mehr auf Deutschland. Das mag auch politische Gründe gehabt haben. Das hat man ja gesehen bei unserer Töchter Nazim, wie schnell dann das Dritte Reich eingegriffen hat. Auch der Eingriff hat ja schon stattgefunden, während sie noch in Deutschland war oder gerade während der Übergangszeit mit ihrer Autobiografie. Und ich glaube, auch später eigentlich ist auch in England kritische Sachen über den Ständestaat Österreich hat es eigentlich nicht gegeben. Auch über den Anschluss, soweit ich weiß, hat sie sich als solches nie geäußert, hat einfach nur darunter gelitten, dass sie und Stefan Klein dann sofort nach Bratislava und von dort dann weitergezogen sind. Ich schaue mal, ob es auch Fragen aus dem Internet gibt. Ja, ich stelle sie mal online. Die Frage lautet, gab es gewissermaßen literarische und oder persönliche Schnittstellen zwischen Brecht und zur Mühlen? Also rein auf die Verortung zeitpolitikmäßig und eben auch auf den Ort hin gedacht. Kann das jemand beantworten? Wiederum, ich würde sagen, ist mir nicht bekannt. Brecht war ja reserviert, er hatte ja mit dem Bund proletarisch-revolutionärer Schriftsteller im Grunde nichts zu tun. Hermine zu Mühlen war zwar Mitglied, aber veröffentlicht hat sie in der Linkskurve auch nichts, was wahrscheinlich auch gar nicht möglich war. Dazu war sie viel zu bürgerlich. Und der Name Brecht ist mir eigentlich nie irgendwo über den Weg gelaufen, muss ich sagen. Okay, dann meine Anschlussfrage, wenn Sie sagen, Hermine von zur Mühlen war zu bürgerlich, wie passt das dann zusammen mit der hier skizzierten Person, die als Kommunistin, als sozusagen linke Person gegen den Faschismus gerichtet steht? Gibt es da ein Erklärungsmodell, wie das zusammenpasst? Ich muss dazu bitte, wenn ich das noch eben sagen darf, wenn ich gesagt habe, war zu bürgerlich, sie war den Leuten von dem Bund revolutionär proletarischer Schriftsteller zu bürgerlich. Und da war nicht nur sie. Da hat es viele gegeben, die dort zu bürgerlich waren. Dort waren Arbeiterkorrespondenten. Im Grunde Arbeiter waren gefragt. Man wollte Arbeiterliteratur haben. Und zwar echten Arbeitern, wissen Sie? Nicht irgendwelchen, die sich für Arbeiter stark gemacht haben. Sodass in dem Sinne war sie bestimmt viel zu bürgerlich. Für diese Klarstellung und die auch, glaube ich, notwendig war. Ich frage noch einmal in der Runde, bitte. Hermine zur Mühlen auch die Schriftstellerin und Märchenautorin Lisa Tetzner. Das heißt, denn die Tetzner ist auch auf dem linken Lager eher zuzuordnen. Wir haben als Kinder auch mal ein paar Märchen von ihr gelesen. Also wir hatten nicht nur die Grimms-Märchen, nicht nur die Volksmärchen, sondern auch ein Band mit Märchen, die Lisa Tetzner geschrieben und herausgegeben hatte mit ihrem Mann. Tetzner ist gar
Jahrgang 1894. Gibt es dazu irgendeine Wahrnehmung? Nein. Alle schütteln den Kopf momentan. Es ist eine weitere Frage aus dem Internet reingekommen. Wie hoch waren eigentlich die Auflagen der einzelnen Bücher? Gibt es dazu Zahlen? Erkenntnisse, in was, welcher Auflagenhöhe spricht man da eigentlich? Was die Kinderbücher angeht, die Märchenbücher, also genaues wissen wir nicht, aber sie waren sicher nicht sehr hoch, die Auflagen. Sie müssen bedenken, es waren schwierige Jahre, als die berühmten Kinderbücher von Herminia zu Mühlen erschienen sind. Das waren die Inflationsjahre. 22, 23 und auch danach. Aber der Familien ging das dreckig damals, um es mal milde auszudrücken, auch dem Mittelstand. Und dort Bücher abzusetzen, das, also Bücher zu publizieren, muss schon schwierig gewesen sein. Es waren ja auch alles linksgerichtete, teils kommunistische Verlage, die unterstützt worden sind von der KPD oder direkt von Moskau aus. Sonst wäre das überhaupt nicht möglich gewesen. Aber die Auflagen waren bestimmt nicht hoch. Also das sieht man auch schon, wenn sie versuchen, diese Sachen zu erwerben. Es ist fast unmöglich. Es sind Raritäten sondersgleichen. Nicht? Also einige Bibliotheken haben Exemplare. Ich möchte auch nochmal Frau Dr. Blumensperger danken, dass die sich immer so eingesetzt hat, an diese Sachen ranzukommen, was mir persönlich oft nicht möglich gewesen wäre. Da muss man schon Beziehung, Bibliothekarin sein und da Zugriff irgendwie haben. Also nein, die anderen Auflagen waren ganz bestimmt gering. Auch später, da gab es einige Angaben zu unserer Töchter in Nazin, weil das ja eingestampft wurde. Das waren auch nur ein paar Tausend. Gut, wir haben noch zwei Fragen über unser Online-Tool. Nur vorher kurze Anmerkung, natürlich Bibliothekare, Bibliothekarinnen sind für die Öffentlichkeit da. Die sammeln nicht zum Selbstzweck, sondern diese Bücher sollen eben bewahrt werden für das kulturelle Gedächtnis. Das ist schon auch der Anspruch. Eine Frage ist jetzt, welche Einstellung hatte Herminia zur Mühlen zu neuen Medien in der damaligen Zeit, also Film, Fernsehen, Tonaufnahmen. Hat sie das in ihr Werk in irgendeiner Form mit eingenommen, hereingenommen oder war das für sie nicht so relevant? Einmal mehr, wenn ich sagen darf, Abbildung, nicht? Also vor allen Dingen in den Kindermärchen, also das ist faszinierend. Aber jetzt Medien im modernen Sinne von Film zum Beispiel, ist mir nicht bekannt. Dazu war das auch, die Auflagen waren zu gering. Es hat wahrscheinlich, es ist schwer nachzuvollziehen, warum diese Märchen nicht berühmter waren, als sie, also damals, als sie heute sind im Grunde. Aber sie haben einfach nicht die Verbreitung gehabt und deshalb hat wahrscheinlich auch niemand vom Film oder so darauf angebissen. Gut, aufgrund der fortgeschrittenen Zeit, wir hätten jetzt hier noch drei offene Fragen, die sich eigentlich auf der einen Seite mit ihrer Arbeit sozusagen, also ob sie von ihrer Arbeit leben konnte, von den Übersetzungen sozusagen, aus welchem Bereich bezog sich sozusagen die Ressourcen zum Überleben? Das ist klipp und klar, da brauchen wir gar nicht lange zu reden. Nicht von ihrem Veröffentlichen als solchen, sie hat von ihrer Übersetzungstätigkeit gelebt. Sie war die Verbreiterin des Werks von Upton Sinclair. Das war ein Großautor in Amerika zu der Zeit, in den 20er Jahren. Sie hat Upton Sinclair in Deutschland beim Malik Verlag etabliert. Und davon hat sie gelebt. Schlecht, muss man dazu sagen.
Gut, ich denke, ich danke allen für die vielen Fragen und ich danke auch bei Ihnen. Aufgrund der fortgeschrittenen Zeit werden wir uns jetzt auch verabschieden. Ich möchte noch einmal auf die beiden Bücher, um die es ja geht, hinweisen. Erwerben Sie sie. Ja, sie sind in jedem guten Buchhandel erwerbbar, aber natürlich, sie sind auch in jeder guten Bibliothek vorhanden. Ich danke Ihnen und freue mich auf ein Wiedersehen. Danke. Ja, auch Ihnen herzlichen Dank.